Moin Moin Und hallo, heute soll es mal ums gute alte Knallbonbon gehen. Oh, was für ein Klassiker, Leute, wirklich. Das ist voll cool. Ein Knallbonbon ist eine spezielle Verpackung, die wie ein großes, leckeres Bonbon aussieht. Aber da drin ist nichts zum Essen meistens. Beim Öffnen knallt und kleine Geschenke fallen heraus. Oh, jung, 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 jung. Der Knallbonbon besteht aus einem Pappröhrchen. Das sieht man hier drinnen nämlich. Guck mal da, seht ihr? Es ist durchgängig. Und ihr seht, dort ist so eine Lasche. Seht ihr die Lasche? Die sind von beiden Seiten zu sehen. Ne? Geiles Ding ist das. Knallbonbons. Roffel. Also ein Pappröhrchen, die in Geschenkpapier gewickelt ist. Das ist dann hier draußen. Das Abbinden der Papierenden ergibt der charakteristische Bonbonform. Dass das hier also so gedreht ist, ne, so ineinander gedreht, das gibt dann einfach den Charakter eines Bonbons. Lecker, oder nicht? Zwischen Pappe und Papier befindet sich ein Zündstreifen, den wir ja auch schon gesehen haben. Und dieser besagte Zündstreifen, der hat es in sich. Der bei gleichzeitigem Ziehen an den beiden Enden ausgelöst wird. Oh ja, Leute, da geht es richtig ab, ne? Knallbonbons werden vor allem auf größeren Feierlichkeiten vom Gastgeber verteilt oder von den Gästen gegenseitig geschenkt. Sie können Süßigkeiten, Spielzeug, Schmuck, Zettel mit Witzen oder Horoskope enthalten. Die häufigsten Partybedarf wie Konfetti, Luftschlangen und Partyhüte. Es werden im Handel auch fertige, aber leere Knallbonbons angeboten, die individuell befüllt werden können. Als Erfinder der Knallbonbons gilt der englische Konditor Tom Smith. 1847 verkaufte er die ersten Christmas Cracker. Um 1900 besaß Smith eine Manufaktur in Finbury mit 1000 Beschäftigten, die jährlich 11 Millionen Stück bestellten. Also krasser Stuff, oder nicht? Richtig groß ist das zum Beispiel in Great Britain, ne? Aus Christmas Cracker ist das Knallbonbon ein integraler Bestandteil des Weihnachtsfeiern in Großbritannien und anderen Commonwealth-Staaten natürlich auch. Das Commonwealth ist das ausgedehnte Gebiet, wo das Großbritannien, also das große englische Reich, sich mal ausgedehnt hat und natürlich auch noch, wo die Queen ihre ganzen einzugsmäßigen Areas hat. Und dort wird dieser Brauch zu Weihnachten noch sehr oft und häufig verwendet und auch bei größeren Partys. Ne? In diesem Fall ist das Papier mit weihnachtlichen Motiven bedruckt. Zwei Personen ziehen an den Knallbonbon, der dann in der Mitte mit einem Knall explodiert und ungleich bricht. Es gibt unterschiedliche Versionen. Entweder derjenige, der das größere Stück hat, behält den Inhalt oder derjenige erhält den Cracker und insofern auch den Inhalt. Diese Knallbonbons haben ja natürlich dort knalliges Zeugs drin. Das heißt, es ist ein Kleinstfeuerwerk. Im allgemeingesprachlichen Gebrauch wird da auch Jugendfeuerwerk zugesandt. Oder Zimmerfeuerwerk, Tafelfeuerwerk, wie ihr halt möchtet. Ne? Und dieses Feuerwerk darf auch ab 12 Jahren dann die Kinderchen sich kaufen. Also das ist jetzt ganz, ganz super sicher, weil da drinne ist halt eine. Moment, nochmal zurück. Ihr kennt doch bestimmt zu Karneval diese Revolver mit den Knallplättchen. Genau das gleiche Prinzip ist hier auch verbaut. Wir haben also einen Streifen, der durchgeht, der dann durch Reibung einen kleinen Knall erzeugt und dann durch das Auseinandertrennen, was ja hier auch schon vorgetrennt ist in der Mitte, das ist also ein modernes Bonbon, wird das dann nämlich gezündet. Das heißt, also entweder zwei Personen, einer hält hier, einer hält da und dann wird das auseinandergezogen. In der Mitte ist dann die Crackung und dann kommt der Inhalt, der hier in dem mittleren Teil ist, rausgeballert und alle haben Freude und wünschen sich frohe Weihnachten oder es wird auch oft zu Silvester verteilt und benutzt. Ein kleines süßes Partygäckchen, das ist das Knallbonbon. Trotzdem sollten wir natürlich nicht das mit unseren Mündern auseinanderziehen, sondern benutzt eure Hände dafür und auch nur dann, wenn diese Lasche nicht über, also nicht an den Seiten heraustritt. Ne? Ansonsten
könnte es ja sein, dass ihr dort Schaden nehmen könntet, im extremen Fall. Immer schön aufpassen. So, das ist also das gute alte Knallbonbon. Ein sehr geiles Partygame. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun! And come.